Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmer Kapitäne. Herzlich willkommen zu diesem Schiffseinweisungsvideo zur Smallan. P10 paneuropäischer Zerstörer und seit kurzem, seit Update 092, für 2 Millionen Free XP erhältlich. Das erste Free XP Schiff überhaupt im Spiel, was auf der Stufe 10 erscheint. Und ja, wir wollen euch so ein bisschen nach dem Video sozusagen in die Lage versetzen, ob das Schiff was für euch ist, ob sich die 2 Millionen Free XP lohnen oder eben nicht. In diesem Schiff, was tatsächlich existiert hat und auch heute noch existiert, es wurde 1956 in Dienst gestellt und 1979 außer Dienst gestellt, gab keine großen Zwischenfälle, wurde eingesetzt in der Ostsee zur Abschreckung der UdSSR und das hat wohl gut funktioniert, hat auch noch eine Schwester, nämlich die Hallan, und die wird als Forschungsraumschiff demnächst mit Update 093 dann auch ins Spiel kommen. Schauen wir uns ganz kurz die Panzerungsanordnung an, es ist ein typischer Zerstörer. Na, Panzerungsanordnung an hier, genau, 19mm Rumpfpanzerung, 13mm Deckspanzerung bzw. Aufbautenpanzerung, das heißt für euch größte Gefahr von HE und SAP Granaten, AP geht so, einigermaßen, da kann man mal ein bisschen was an Beschuss aushalten, aber auch nicht super viel, weil 10% Alpha Damage gehen ja immer noch trotzdem bei jedem Overpen eben bad. Gut. Ich schicke euch jetzt direkt ins Gefecht. Es ist aus dem Seekrauts-Clan. Steuerlebewesen, Saint und Queen Anne's Revenge sind zusammen gefahren auf Eisinseln. Epizentrum, sehr, sehr interessantes Gefecht. Hat man nicht jeden Tag mit dem Schiff, aber zeigt Stärken und Schwächen. Und deswegen viel Spaß damit und nebenbei gibt es die ganzen Daten im Vergleich. Schauen wir uns die Überlebensfähigkeit des Zerstörers an. Ich habe hier in meiner Skillung 22.700 Trefferpunkte. Stockmäßig hat der Zerstörer 19.200 Trefferpunkte und damit sind wir am unteren Ende des Mittelfelds. Nur eine Shimakaze und eine Yuyang zum Beispiel hat weniger Trefferpunkte stockmäßig. Alle anderen Zerstörer sind stärker ausgerüstet. Ich empfehle hier ganz klar den Experten der Überlebensfähigkeit, der gibt uns dann 3.500 Punkte mehr. Weiter geht's dann schon mit der Artillerie, die hier besonders ist. Wir haben hier einen Turm vorne, einen Turm hinten. Jeder Turm hat zwei Rohre A 120mm Kaliber. In meiner Skillung 1,5 Sekunden Ladezeit. Der Stockwert hat 1,7 und der best erreichbare Wert 1,3 ohne Adrenalinrausch. Ne? Der kann ja dann nochmal ein bisschen was runter skillen sozusagen. Dann geht es hier mit der Dauer der 180-Grad-Kehre weiter. Wir haben 7,2 Sekunden, also ziemlich wendig diese Türme. Da kann man dann auch schon mal schnelle Zielverlagerungen machen und so eine ganze Geschichte. Das hilft also. Aber wir haben keine 360-Grad-Wende. Nicht so wie bei der Friesland, wo die Türme einfach um 360 Grad drehen können. Hier sind es eben nur, also vorne respektive hinten rum, je nachdem welchen Turm man dann eben betrachtet. Der Alpha-Damage der HI-Granate 1750 als Einzelwert ist ja nicht so gut, aber aufgrund der geringen Nachladedauer kommt die Smallland dann doch ganz weit nach vorne. Vom DPM-Wert her sind wir unter den Top-Schiffen wiederzufinden. Die Brandwahrscheinlichkeit 9% ist geskillt mit Signalflaggen. Der Sprengmeister fehlt allerdings, also können wir theoretisch 11% erreichen. Auch das ist ein vernünftiger Wert. Besser ist zum Beispiel die Kleber, die 13% erreichen kann. Es gibt aber auch Schiffe, die sind definitiv schlechter. Ne? Die Harugumo zum Beispiel kann nur 8% erreichen. Auch die Yuyang ist schlechter von der Brandwahrscheinlichkeit her. Wir durchschlagen mit der HE-Granate 20mm Panzerung. Das heißt die ganzen Aufbauten von Schlachtschiffen natürlich, Aufbauten von Kreuzern und den kompletten Rumpf von anderen Zerstörern, die ja in der Regel auch alle 19mm haben. Weiter geht's dann eigentlich schon mit der AP-Granate. Die AP-Granate hat hier 2100 Alpha Damage, auch da sind wir beim DPM-Wert unter den Top-Schiffen wiederzufinden. Ja, das ist mit Standard-Abprallwinkel versehen, die Granate. Ja, wir haben einen Zündverzögerer von 0,01 Sekunde. Ja, nachdem wir 20mm Panzerung durchbohrt haben, wird die Granate quasi scharf und kann dann, wenn sie dann in der Zitadelle gelandet ist, eben den Alpha-Damage eben auswerfen. Die Normalisierung beträgt 10 Grad, das ist diese Winkelverbesserung. Wenn die Granate an der Panzerung angekommen ist, sozusagen, verbessert sie ihren Winkel durch die Panzerung durch um 10 Grad vom Aufprallwinkel her gesehen. Ist für euch sogar ein indirekter Bonus. Die Penetrationskraft der AP-Granate auf 11 Kilometer 67mm, auf 6 Kilometer 120mm. Und auf 4 Kilometer Kampfentfernung 149mm Panzerung, also das ist ganz in Ordnung. Der Schussbogen, das ist vielleicht immer eine ganz interessante Geschichte. Von der
von der Geschichte her sind wir auch eigentlich einigermaßen in der Mitte, weil die Dauer, bis die Granate im Ziel ankommt, ist im Verhältnis zu allen Zerstörern, die es so im Spiel gibt, mittelmäßig. Ne? Wir haben nicht den direktesten Schuss, aber auch eben nicht den indirektesten Schuss. Das muss man dann halt mit der Zeit so ein bisschen einschätzen. Ihr werdet die auch im Gameplay sehen, wie die Granaten dann da so ein bisschen durch die Gegend fliegen sozusagen. Die Mündungsgeschwindigkeit beträgt hier 825 Meter pro Sekunde, egal ob AP oder eben HE. Kommen wir zu den Torpedos bei der Smallland, denn auch die hat Torpedos dabei. Wir haben hier zwei verschiedene Werfer, ein Dreifachwerfer, ein Fünffachwerfer. In meiner Skillung erreiche ich hier 76,5 Sekunden Nachladedauer. Das ist also nicht super lang, das ist wirklich sehr, sehr spaßig, die ganze Geschichte. Wir haben hier eine Reichweite von 12 Kilometer und eine sehr hohe Geschwindigkeit von 80 Knoten. Das kann die Halland oder Lappland und wie sie alle so heißen nachher noch toppen. Aber sonst reicht da den Torpedos keiner das Wasser, außer die Paneuropäer eben selber. Ja, wir haben 10.700 Alpha Damage. Das ist ein relativ geringer Wert, eigentlich der geringste von schiffsgeschützten Torpedos auf der Stufe 10 wohlgemerkt. Und wir haben natürlich damit einhergehend auch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, Wassereinbrüche auf anderen Schiffen zu verursachen. Müssen wir dann nachher bei den Signalen auf jeden Fall noch mit berücksichtigen, dass wir da die richtigen Signale eben setzen. Auf jeden Fall machen die Torpedos eine Menge Spaß, weil sie eben sehr, sehr direkt sind. Man muss wenig weit vorhalten. Und wenn die Torpedos aufgehen, bei 1,6 Kilometer tun die das, ist es eigentlich für das Schiff schon geschehen, weil die können ja kaum richtig reagieren, wenn die Torpedos da ankommen. Dafür nehmen sie aber eben relativ wenig Schaden. Weiter geht's mit der Flugabwehr, die hier auch à la Bonheur ist sozusagen. 85 ist der Wert, der hier im Hafen angezeigt wird, aber der kontinuierliche Schaden, der ist richtig krass. 434 ist der durchschnittliche kontinuierliche Schaden der Flugabwehr. Wir haben eine Reichweite bis 6 Kilometer hoch, Mittelstrecke bis 4 Kilometer 401, Langstrecke bis 6 Kilometer 166. Wir haben 6 Explosionen, A 1985 und das findet im Bereich von 3,5 bis 6 Kilometer eben statt. Und es ist richtig sinnvoll zu warten, bis die Flugzeuge auf 4 Kilometer an einem selber dran sind. Ihr selber geht erst bei 2,8 Kilometer auf, aber wenn ihr zum Beispiel die Flak ausschaltet und dann sofort quasi in den Sektor aktiviert, mit der Taste O, diesen Prioritätensektor, Sektorverstärkung, dann schießt ihr sofort mit den kompletten Flak-Reichweiten, also mit Mittelstrecke und Langstrecke auf einmal los und habt dann noch die Sektorverstärkung dazu. Wenn ihr dann später noch diesen Sonderkapitän habt, den es demnächst im Spiel geben wird für die europäischen Zerstörer, dann ist es um den Flugzeugträger und die Staffel relativ schnell geschehen. Sicherlich werden britische Flugzeugträger auf euch trotzdem absetzen können, einfach aus dem Grund, weil sie sehr viele Trefferpunkte in der Staffel drin haben, aber einmal sollte nur drin sein in der Regel. Bei der Halland ist dann nachher noch ein bisschen krasser, da gibt es ja dann doch defensive Flakfeuer, da kann man das auch nochmal richtig krass nach oben pimpen. Weiter geht's mit der Manövrierbarkeit, 36,8 Knoten mit der Flagge Sierra Mike. Und hier gibt es eine Besonderheit, von dem Stockwert her ist die Smallland einer der langsamsten Zerstörer im ganzen Spiel. Wir sind nämlich nur 35 Knoten schnell oder langsam eben, mit Sierra Mike dann 36,8 und dann kommt der Motorboost ins Spiel, der hier nur eine Minute lang dauert, aber dafür der stärkste ist, den es im Spiel gibt, nämlich 30% Geschwindigkeit gibt es oben drauf. Damit sollten wir über 47 Knoten Höchstgeschwindigkeit erreichen für eine Minute. Also schnell mal eine Stellung wechseln, rausfahren aus der Erkennbarkeit, so eine Sachen ist mit dem Motorboost mega geil möglich und macht auch durchaus Spaß und Sinn. Wir haben ja davon auch eine Menge Aufladung dazu, aber später. Wendekreis 660 Meter, Ruderstellzeit 4,3 Sekunden. Die Ruderstellzeit ist wahrscheinlich am sinnvollsten zu skillen. Ich habe jetzt hier noch die Antriebsmodifikation geskillt. Ich bin da noch auf der Findungsphase. Das muss so ein bisschen auch jeder für sich von einem Spielstil her wissen. Wenn man mit der Smallland häufiger steht, ist sicher die Antriebsmodifikation die bessere. Wenn man aber eben häufig offen ist und mit den Gun schießt, also ihn vielleicht sogar hauptsächlich auf Gun geskillt hat, ja, dann ist sicherlich die Ruderstellzeit die bessere Wahl, weil ihr dann schneller hin und her schwenteln könnt, wenn ihr dem Beschuss ausweicht. Ja, also das ist so ein bisschen Philosophiefrage. Ich habe hier eigentlich so ein Bild, der beides kann. Er kann schnell Torpedos rausschmeißen und ist bei den Guns halt in der Mitte. Nicht das Langsamste, aber auch nicht das Schnellste. Ne? Das ist so meine Herangehensweise bei der Smallland, ein Allrounder, könnte man sagen.
Weiter geht's dann mit der Verborgenheit und da haben wir mal wieder so einen Wert, der ist nicht so gut. Wir haben eine Erkennbarkeit zu Wasser von 6,1 Kilometer. Das ist bei den DDs eher unteres Mittelfeld, muss man sagen. Es gibt viele Zerstörer, die deutlich geringer sichtbar sind. Ne? Sicherlich ist Platzhirsch auf der Stufe 10, die Shimakaze, ja, mit ihren 5,6 Kilometer. Viele weiteren DDs sind so bei 5,7 bis 5,8 vielleicht. Ja, und dann gibt es einige wenige, die mehr als 6 Kilometer sichtbar sind in der Volltarnung. Und da ist die Smallland jetzt leider ein Teil von geworden. Das nächste, was wir haben, das hatte ich eben schon bei der FLAG erzählt, 2,8 Kilometer ist die Erkennbarkeit zur Luft, also von Flugzeugen, wie sie euch spotten können, wenn ihr nicht schießt. Und dann gibt es noch die Situation, wenn ihr im Nebel steht und schießt, geht er auch 2,8 Kilometer weit auf. Also die Werte sind okay, die Erkennbarkeit zu Wasser muss man sich dran gewöhnen, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, ist das auch nicht mehr so schlimm. Nichtsdestotrotz rein von den Werten im Vergleich her eher hinteres Ende Mittelfeld. Nachdem wir uns jetzt die ganzen Werte des Schiffs angeguckt haben, schauen wir mal auf die Verbrauchsmaterialien. Ihr seht es ja unten eh schon. Ich stelle euch immer die ganzen Premium-Verbrauchsmaterialien vor. Alles andere kommt dann als Einblendung eben für die Standard-Verbrauchsmaterialien dazu. Wobei Premium hier immer die bessere Wahl ist, ne? Ist ja ganz klar. So, dann haben wir hier das Schadensbegrenzungsteam 2. 5 Sekunden lang aktiv, 38 Sekunden ist der Cooldown. Ich denke mal, standardmäßig für Zerstörer nichts Besonderes. Dann haben wir Slot 2, haben wir den besonderen Motorboost, wie ich euch eben schon gesagt habe. 30% an Speed dazu, 60 Sekunden lang aktiv und 95 Sekunden ist der Cooldown in meiner Version, die ich hier geskillt habe. In Slot 3 die Reparaturmannschaft, 272 Trefferpunkte pro Sekunde werden wiederhergestellt. Das Ganze 14 Sekunden lang und die Ladezeit beträgt 76 Sekunden, also auch relativ schnell wieder parat. Wir haben 4 Aufladungen mit dem Inspekteur geskillt auf diesem Dampfer, kann also sehr viel helfen, vor allen Dingen im Late Game, wenn man da noch eine Reparaturmannschaft parat hat. Und dann geht es weiter mit dem Überwachungsradar. Wir haben hier nämlich das als Besonderheit dabei, nicht das defensive Flakfeuer, so wie die Hallan das als Beispiel hat, sondern hier eben das Überwachungsradar, was ziemlich viele Schiffe ganz gut überraschen kann. 7,5 Kilometer Reichweite, 20 Sekunden lang aktiv, der Cooldown ist ein Ticken lang mit 114 Sekunden, also fast 2 Minuten. Aber auch 4 Aufladungen parat. Gerade im Zusammenhang mit einer Divi, die man da vielleicht fährt, kann man den einen oder anderen Zerstörer ganz gut überraschen, wenn man hier mit Überwachungsradar antritt. Weiter geht's dann schon mit den Verbesserungen, die wir hier in dem Dampfer drin haben. Hauptbewaffnungsmodifikation 1 ist natürlich drin, Hauptbatterie vor Ausfall schützen und die Torpedowerfer vor Ausfall schützen. Dann haben wir in Slot 2 Schutzsystem für die Manövrierbarkeit, also Antrieb und das Steuergetriebe muss auch geschützt werden. Wir sind halt, ich sag mal, aus Alu-Rolle, ja, deswegen muss hier alles Mögliche geschützt werden, damit es eben nicht ausfällt. Weiter geht es eigentlich in Slot 3 mit der Torpedowerfer-Modifikation 1. Man könnte hier auch die Zielsystem-Modifikation einbauen, je nachdem, ob man einen Schwerpunkt auf die Gans setzen will oder eben nicht. Ja, ich habe mich hier für die Torpedowerfer entschieden, einfach durch die Geschwindigkeit der Torpedos und weil ich das Risiko des Aussetzens des Torpedowerfers um 40% reduzieren möchte. Ich überspringe jetzt mal Slot 4 und 5 gerade und gehe mal auf Slot 6, weil sich dann der Zusammenhang nämlich erklärt. Ich habe nämlich die Torpedowerfer-Modifikation 2 eingebaut, die die Ladezeit um 15% reduziert, dafür aber die Ausfallrisiko des Torpedowerfers erhöht um 50%. Und mit dem, was ich in Slot 3 einbaue, wirke ich da so ein bisschen entgegen. Ja, also 40% entgegen, bleibt noch Restrisiko von 10% mehr. In Slot 4 habe ich hier die Antriebsmodifikation drin, wie eben schon bei der Manövrierbarkeit erzählt. Ihr müsst das selber wählen, ob ihr mehr steht und wieder anfahrt und ob ihr das für euch nutzen wollt oder ob ihr eben die Steuergetriebe-Modifikation nutzen wollt. Wollt ihr eben offen seid, viel mit den Guns unterwegs seid, schießt und dann eben den Beschuss ausweichen müsst. In Slot 5 ist hier die ganz klare Wahl, Tarnsystemmodifikation. Der Zerstörer soll möglichst wenig weit zu sehen sein. Und dann ja, haben wir noch den netten Nebeneffekt, der die Streuung der Gegnergranaten halt um 5% erhöht wird. Weiter geht's dann mit den Signalen auf meinem Zerstörer. Ich fange oben links an, November Echo Set 7. Das ist die FLAG, die ich damit verstärke. Als nächstes haben wir dann India X-Ray, Juliet Whiskey Una One und Victor Lima. Erhöht eben die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit der Torpedos und die Brandwahrscheinlichkeit der Granaten. Das muss man so als Dreierpaket eigentlich auf dem DD draufpacken. In der zweiten Reihe von links beginnt November Foxtrot. Die Ladezeit der Verbrauchsmaterialien wird um 5% reduziert.
Sierra Mike für mehr Höchstgeschwindigkeit. Ne? Wir haben ja nur 35 Knoten. Mit der Sierra Mike-Flagge kommen wir dann auf 36,8. Dann gibt es die India-Delta-Flagge. Also die Reparaturmannschaft wird da um 20% verstärkt. Ganz, ganz wichtig, weil wir eben eine Reparaturmannschaft haben hier als Besonderheit bei diesem Zerstörer. Und wir haben dann noch die Julia Charlie dabei, die Anti-Deto-Flagge. Ne? Gerade die Ds sind da besonders gefährdet, eine Detonation zu erhalten. Die Deto-Flagge sollte man immer mit dabei haben. Wenn ihr bereit seid, 2 Millionen Free XP zu investieren, um die Smallland zu erhalten, bekommt ihr dazu eine Typ 20 Smallland Premium Tarnung oder permanente Tarnung. Das ist, die Erkennbarkeit zu Wasser wird um 3% reduziert, die Streuung der Granaten um 4% erhöht, also von den gegnerischen Schiffen natürlich. Die Schiffswartungskosten werden um 50% reduziert, die Creditpunkte, die ihr im Gefecht verdient, um 20% erhöht und EP je Gefecht um 100% gesteigert. Also eine ganz ordentliche Geschichte. Weiter geht's dann mit meinem Kapitän. Ich habe die ein bisschen besonders geskillt, eben weil ich eine möglichst effiziente Skillung haben wollte. Ja, ich habe hier auf Reihe 1 nur die präventiven Maßnahmen drin, um einfach das Risiko zu verringern, dass Hauptbewaffnung ausfällt, Steuergetriebe, Motor, Torpedowerfer, so eine ganze Geschichte. Ja, in Reihe 2 habe ich natürlich den mit letzter Anstrengungsskill, ein typischer DD-Skill, eingebaut. Den Adrenalinrausch habe ich hier zum Beispiel weggelassen. Ja. In der Reihe 3 habe ich dann eine ganze Menge. Experte der Überlebensfähigkeit, wie ich eingangs schon sagte, um 3500 Trefferpunkte mehr zu haben. Dann Torpedobewaffnungskompetenz, verringert einfach die Nachladezeit der Torpedos um 10%. So kommen wir dann auf diese 76,5 Sekunden, was ein richtig guter Wert ist, wie ich persönlich finde. Ich habe mich hier auch noch für die Schießgrundausbildung entschieden. Nicht nur, weil ich damit die Hauptbewaffnung, also die Guns, nach unten skille von der Ladezeit, sondern auch, weil ich den kontinuierlichen Schaden meiner Flugabwehr steigere um 10%. Und das brauchen wir. Wir brauchen am besten beides. Und deswegen habe ich das hier mit drin. Dazu habe ich den Inspekteur eingebaut, um dann noch halt eine zusätzliche Ladung Verbrauchsmaterial parat zu haben. In Slot, in der vierten Reihe besser gesagt, da ist der Thanos-Meister. Da haben wir dann die Zerstörererkennbarkeit nochmal um 10% reduziert. Ihr könnt natürlich hier oben in der dritten Reihe ein paar Skills austauschen, wenn ihr zum Beispiel RPF dabei haben wollt, also Funkortung, dann müsst ihr eben zwei Sachen hier oben wegnehmen, was für euch nicht wichtig ist. Ne? Dann habt ihr nochmal zwei Punkte übrig, die würde ich dann aber definitiv in Adrenalinrausch reinstecken, ne? Wenn ihr die dann übrig habt. Oder ja, ihr wollt RPF nicht, sondern ihr wollt aber den Sprengmeister dabei haben. So eine Sachen müsst ihr euch dann hier entscheiden, was ihr hier umbaut. Die anderen Sachen sind meiner Meinung nach alles Pflicht. Ja, nur hier in der dritten Reihe, da könnt ihr so ein bisschen frei wählen. Gut, und das war es eigentlich schon von der Smallern. Jetzt kommen wir noch zu den Pro und Contra bei dem Schiff. Für mich besonders positiv sind natürlich die spaßigen Torpedos, die geringe Nachladezeit auch bei den Hauptgeschützen und bei den Torpedos in meiner Skillung auf jeden Fall. Wir haben Radar, wir haben Motorboost, wir haben eine Reparaturmannschaft, wir haben eine geile Flak. Also das ist schon ziemlich geil, was wir hier mit dem europäischen Zerstörer haben. Ich möchte trotzdem darauf hinweisen, es gibt auch noch eine Hallan. Und eine Hallan ist auch sehr ähnlich. Also ob das Schiff jetzt hier wirklich 2 Millionen Free XP wert ist, muss man sehen, es ist halt schweineteuer. Das ist gleichzeitig auch mein Übergang zur Kontraposition. Ja, es ist einmal relativ teuer mit 2 Millionen Free XP. Dann machen die Torpedos wenig Schaden. Ihr habt keinen Nebel dabei. Also ihr müsst euch jedes Mal bewusst machen, schieße ich jetzt, bin ich offen. Und zwar für die nächsten 20 Sekunden. Dann ist die Basisgeschwindigkeit des Zerstörers relativ gering. Wir haben nur 35 Knoten, sind damit am unteren Ende der ganzen Zerstörer. Und eben die Sichtbarkeit. Ne? 6,1 Kilometer gehen wir auf. Das sind so die negativen Sachen. Ja? Insgesamt, overall, jetzt mehrere Gefechte lang beobachtet, Gefahren ausprobiert und so weiter, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, die Smallland ist ein spaßiger Zerstörer, weil sie eben relativ schnell zu gewissen Erfolgserlebnissen verhilft. Durch die schnellen Torpedos ist es relativ leicht, mit denen auch zu treffen. Ja, man hat halt schnell diesen Band, oh, Torpedotreffer. Man hat immer so einen kleinen innerlichen kleinen Jubel. Geil, ich habe Torpedotreffer. Auch wenn der Schaden nur im besten Wert 10.700 Punkte macht. Aber man freut sich irgendwie. Und dann hofft man, dass man vielleicht eine Flutung macht. Ja, man kann auch mit den Guns ganz gut mithalten, wenn man irgendwie einen Berg findet, hinter dem man stehen kann. Der Bogen ist okay, dass man über Berge rüberkommt, ist aber auch noch nicht unangenehm, finde ich persönlich zumindest. Sodass man auf jeden Fall auch vernünftig und zuverlässig Brände legen kann.
Der DD macht eine Menge Spaß, hat seine Schattenseiten. Ich habe sie versucht, euch jetzt hier so ein bisschen darzustellen. Und ich hoffe, ihr konntet mit dieser Schiffseinweisung ein bisschen was anfangen, sodass ihr jetzt eure Entscheidung treffen könnt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch die Smallland zulegen werdet, ob euch dieses Video geholfen hat, eine Entscheidung zu treffen. Wenn nicht, warum nicht? Wenn ja, warum? Oder was ihr besonders gut fandet, würde mich immer sehr gerne interessieren. Ich lese eure Kommentare fast alle, auch wenn ich nicht alle beantworte. Ja, wenn das Video euch gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben, über den Abo-Button, wenn ihr den drückt natürlich, und die Glocke nicht vergessen, sodass ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neue Videos hochladen. Empfehlt euch auch, uns auch gerne bei euch im Clan, wenn die Inhalte euch hier gefallen. Und dann sage ich vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.